Willkommen auf meinem Kanal Streampunk, liebe Punks und liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, also ich sitze hier wie immer gemütlich zum Kaffee am frühen Morgen, chill in die Nachrichten rein und denke mir, das kann hier wohl alles schon wieder nicht wahr sein. Ja, es wird diskutiert, was wir bei der nächsten Gesundheitskrise also entsprechend besser machen können. Und da möchte ich heute so ein bisschen mit euch reingehen. Zuallererst mein Hinweis natürlich wie immer zu Beginn eines Videos. Abonniere bitte meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Aktiviere auch die Glocke, die oberste, damit du in Zukunft rechtzeitig informiert wirst, wenn es neue Videos gibt. Und mit dieser Clip-Funktion, die hier gezeigt wird, kannst du kleine Teile aus meinem Video ausschneiden und die in deiner Social-Media-Welt unter Kollegen und Familienmitgliedern und Freunden verteilen. Und ein Hinweis von mir noch einmal, ich werde im Anschluss dieses Videos direkt mit einer ganz kurzen Pause von 1-2 Minuten in den Livestream gehen. Wir werden heute zusammen einmal uns die Pressekonferenz der AfD vom gestrigen Tag, vom 12.12. anschauen. Also der Livestream startet so um 20 Uhr, wenn ich das hier so richtig sehe, direkt hier im Anschluss an dieses Video. Ja, den Artikel, den ich gefunden habe, das ist folgender Corona-Debatte. Was können wir bei der nächsten Gesundheitskrise besser machen? Die Gesundheitskrise war für die meisten Menschen in Deutschland eine enorme Belastung, allerdings aus verschiedenen Gründen. Was lernen wir daraus? Trotz, vor allem Leute, oft kamen auch Experten zu Wort, die nicht aktiv zu Viren und ihrer Ausbreitung forschten oder in Krankenhäusern in der Infektiologie arbeiteten. Hauptsache Professorentitel. Ja, also hier wird angemahnt, ne, dass also Experten, Hauptsache Professorentitel, egal in was, dann hat man denen schon fleißig zugehört. Zu kurz kamen die Sozial- und Geisteswissenschaften, die sich eigentlich mit den wesentlichen Fragen einer sozialen Krankheit beschäftigen. Wie kommuniziert man Empfehlungen für Verhaltensweisen? Tja, das hat unsere Regierung ja zu Genüge getan, Verhaltensweisen kommuniziert, nämlich für die Behandelten. Ja, da hat man den Behandelten ganz klar gesagt, wie die also mit den Unbehandelten umzugehen haben. Soziale Krankheit ist hier auch ein hochinteressantes Wort, wie ich finde. Entschuldigung, wie gewinnen Gesundheitsinstitutionen an Vertrauen? Tja, das ist erstmal kaputt, ne? Was denken die Menschen über die Gesundheitskrise und warum? Wie werden unterschiedliche Gesellschaftsgruppen und Milieus einbezogen und angesprochen? Eine solche als soziale Frage zu begreifen, bedeutet auch zu verstehen, dass Menschen mit wenig Geld oder niedriger formaler Bildung viel stärker betroffen sind. Sie werden, auch wegen ihres allgemeinen schlechteren Gesundheitszustandes, schwerer krank, stecken sich wegen ihrer Lebens- und Arbeitsverhältnisse eher an, haben schlechteren Zugang zu Informationen, wie sie sich schützen oder wo sie sich behandeln lassen können. Beispielhaft ist der Ausbruch bei der Tönnies Fleischfabrik, in dessen Folge die Siedlungen rumänischer Arbeiter und Arbeiterinnen eingegittert wurden. Nur an wenigen Orten, wie etwa in Bremen, gab es eine gezielte Ansprache in strukturschwachen Stadtteilen, als die Behandlungen anliefen. Aha, okay, keine Ahnung. Ansprachen an Leute, die niedrigen Bildungsstand haben. Leute, was ist das denn schon wieder für ein Schubladendenken, ja? Also ich denke eher, Leute, die einen niedrigen Bildungsstand haben, lassen sich weniger in die Irre führen, ja? Haben viel mehr gesunden Menschenverstand. Ja? Naja gut, wir schauen mal weiter. Ne? Also wie können wir bei der nächsten Gesundheitskrise, was können wir da besser machen? So ein Schwachsinn, ja? Ne? Alleine schon, als ob, ne? Also die nächste Gesundheitskrise, die da kommt, ne? Die letzte war ja auch normal und die nächste wird kommen, so ungefähr. Ja, aber nicht mehr mit uns, das wissen wir ja. Und das ist auch ganz heftig, was hier also als Folge dieses ganzen Wahnsinns
Jugendliche darf gegen Willen der Mutter behandelt werden. Hier hat sich eine 15-Jährige ihrer Mutter gegenüber durchgesetzt und das sind die Folgen. Eine 15-Jährige wollte sich gegen den Krisenvirus behandeln lassen. Die Mutter war aber strikt dagegen. Ein Gericht sah in dem Fall einen Missbrauch des Sorgerechts. Das heißt also, die 15-Jährige hat ihre Mutter verklagt. Ein Gericht sah in dem Fall einen Missbrauch des Sorgerechtes. Ja? Also eine 15-Jährige sagt, ich will unbedingt diesen unbekannten Behandlungsstoff haben. Und die Mutter sagt, nein, ich bin der Meinung, ich will dich davor schützen. Und die Gerichte sagen, bist du wahnsinnig. Genau umgekehrt entsteht ein Schutz daraus. Tja, und jetzt wissen wir heute ja auch alle, was daraus geworden ist nach der Pressekonferenz von gestern. Nach einem Einspruch der Mutter wurde ihr nun in zweiter Instanz das Sorgerecht entzogen. Eine 15-Jährige geht zu einem Anwalt, wahrscheinlich weil sie aufgestachelt wurde, vielleicht von ihrem Lehrer, wer weiß das alles so genau. Und die Mutter verliert am Ende das Sorgerecht für die Tochter. Was für eine Hölle für diese Mutter. Und dieses Kind wird ja immer älter und sie wird merken, ach du Schande, was hab ich angerichtet? Wahnsinn. Ja, und wer sich natürlich hier auch beklagt, das ist der Rettungsdienst in Deutschland. Das lese ich hier zum ersten Mal, das ist ein Artikel von gestern. Wenig Personal, viele Bagatellen. Bündnis pro Rettungsdienst warnt vor Überlastung. Hier hat sich schon ein Bündnis gegründet, pro Rettungsdienst, um ja die Interessen bzw. den Bedarf durchzusetzen. Das ist wirklich heftig. Lange Einsatzzeiten, zu viele Bagatellfälle, dramatische Personalmangel. Okay, hier fehlt aber etwas, das finden wir im nächsten Artikel. NTV schreibt immer sehr plump, sehr einfach. Da habe ich hier in der Berliner, ist es die Berliner Zeitung? Ja, da habe ich mal was Gutes gefunden. Berlin-Marzahn, Patient wartet über 3 Stunden auf den Rettungswagen. Ein anderer Rettungswagen braucht 42 Minuten. Und eine Mutter ruft die Feuerwehr, weil ihr Kind bockig ist. Berlins Rettungsdienst ist total überfordert. Ob das die Mutter von eben war hier? Naja, ein kleiner sarkastischer Spaß muss sein. Ne? 3 Stunden, 10 Minuten lang wartet ein Patient in der Nacht zum Sonntag in Marzahn auf einen Rettungswagen. Um 21.57 Uhr hatte nach Information der Berliner Zeitung ein Anrufer den Notruf 112 gewählt. Doch erst um kurz um 1.07 Uhr traf der Rettungswagen zu dem Notfall mit Blaulicht ein. Zum Glück war der Patient nicht lebensbedrohlich erkrankt. Bei einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt wäre die Sache wohl bedrohlich tödlich ausgegangen. Ja, gut, okay, dann ist es vielleicht auch klar, dass er 3 Stunden gewartet hat, wenn er gesagt hat, mir ist ein Nagel abgerissen oder irgendwas, keine Ahnung. Mehr als 3 Stunden auf einen Rettungswagen zu warten, das ist auch in Berlin ein extremer Einzelfall. Ich vermute, dass die Kollegen beim Disponieren überfordert waren und es denen irgendwie untergegangen ist, sagte ein erfahrener Feuerwehrmann. Denn die Tools, also die Werkzeuge, die sie haben, sind nicht dafür ausgelegt, dauerhaft diesen Ausnahmezustand zu beschicken. Feuerwehrsprecher sagte am Montag, wir sind dabei nachzuvollziehen, was da genau passiert. Ausnahmezustand Rettungsdienst. Ja. So, eben ganz kurz hier nochmal reinschauen. Mutter ruft die Feuerwehr, weil ihr Kind bockig ist. Ne? Zu der Zeit am Sonnabend hatte es auch einen schweren Verkehrsunfall in Berlin-Lankwitz gegeben. Dort waren 2 Schülerinnen unter einen BVG-Bus geraten. Ein 14-jähriges Mädchen wurde schwer verletzt. Eine 15-Jährige konnte nur noch leblos geborgen werden. Für Aufsehen sorgten dabei Meldungen, dass der RTW 20 Minuten zum Unfallort gebraucht habe. Oh mein Gott. Die Feuerwehr teilte am nächsten Morgen mit, dass der Notarzt der Feuerwache Marienfels bereits nach 9 Minuten da gewesen sei. Weitere Löschfahrzeuge, umliegende Wachen seien kurz danach eingetroffen. Okay. Eieiei, ja, soweit ich weiß, ist der Notarzt halt auch ausgerüstet, wenn er Glück hat. Vielleicht ist es auch so, dass der Notarzt mit seinem Assistenten vor Ort war. Das ist im ersten Moment auch ausreichend. Das kann ich beurteilen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ich habe schon oft genug erzählt. Ich habe ja vor 25 Jahren auch die Berufsausbildung zum staatlich anerkannten Rettungsassistenten gemacht und auch bestanden und auch insgesamt 4 Jahre im Rettungsdienst gearbeitet. Dann weggekürzt worden, damals seinerzeit. Und kurz danach verfielen also die Gehälter auch durch Stundenkürzungen und alles. Ja, der gesamte Rettungsdienst fiel damals schon zusammen hier im Landkreis Stade. Naja,
So, was haben wir denn noch? Am Abend zuvor lief es allerdings auch nicht gut. Von 94 einsatzbereiten Rettungswagen waren am Freitagabend zeitweise kein einziger mehr verfügbar. So wählte ein älterer Herr gegen 20 Uhr den Notruf. Nach Informationen dieser Zeitung trafen die ersten Feuerwehrleute nach 8 Minuten als First Responder ein, also als Ersthelfer. Weil aber in der Nähe kein RTW frei war, musste einer aus Friedrichshagen losfahren, der erst 42 Minuten später endlich in Heiligensee ankam. Eieieiei. Bündnis Pro Rettungsdienst fordert Gleichbehandlung und mehr Geld. Das ist auf alle Fälle interessant und das finde ich auch richtig so. Schlechte Hausarztversorgung erzeugt mehr Rettungsdiensteinsätze. Witzig. Mein Vater hat neulich am Wochenende in der Diskussion noch gesagt, früher war das so, hast du den Kinderarzt angerufen, der kam sofort. Ne? Und wenn es nur Fieber war, ja. Hochinteressant, ne? Berlin brennt vor dem Roten Rathaus. Das sind jetzt schon neue Artikel. Und irgendwo stand, das habe ich eben schon einmal vorgelesen, dass sie 20% mehr Einsätze haben als sonst, als in den Jahren zuvor. Will mal eben schauen, ob ich das hier nochmal eben ganz kurz finde. Denn hier wird eben auch gesagt, dass die Einsätze gestiegen sind. Ja? Also steigende Einsatzzahlen und auch wegen Bagatellen. Hier kann ich also aus meiner Erfahrung, aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, wir haben ja seinerzeit in der, oder ich habe ja in seinerzeit in der Ausbildung zum Rettungsassistenten auch die Arbeit der Rettungsleitstelle kennenlernen dürfen. Und damals war es so, dass natürlich ganz klar abgewogen wurde, wenn ein Kind bockig ist, schicke ich dort keinen Rettungswagen hin. Ja, da schicke ich auch, da schicke ich sonst gar nichts hin. Da schicke ich vielleicht eine Polizei hin oder sowas, ne? Aber kein Rettungswagen oder etwaiges, ne? Also insofern wurde damals auch schon ganz knallhart abgewogen, ne? Also dann muss die Mutter entsprechend eben 3 Stunden warten. Und die schweren Fälle, ne? Da werden auch dann die Notarztwagen, die Notärzte wurden auch sofort abgezogen, wenn irgendwo etwas Schweres war. Wir hatten zum Beispiel hier mal einen schweren Verkehrsunfall auf der B73 hier in Buxtehude. Und da ist es dann so, dass alles ausrückt. Und naja, und wenn das wirklich schwer ist, ne, Feuerwehr, mehrere Schwerverletzte, vielleicht Eingeklemmte, dann werden die rausgeschnitten. Das kann manchmal Stunden dauern. Ich glaube, der längste Einsatz auf der Straße hat mal 3 Stunden gedauert. Mit Rettungshubschrauber und allem, was dazugehört. Und dann passieren aber in dieser Zwischenzeit kommen natürlich weitere Einsätze rein. Und dann kriegt also das Team dort vor Ort eine Frage, ne, braucht ihr euren Notarzt noch? Wie lange braucht ihr den noch? Habt ihr einen Assistenten frei? Wir haben einen Notfalleinsatz hier, einen Notfalleinsatz dort. Und dann wird zum Beispiel, keine Ahnung, jemand abgezogen, der nimmt dann, oder 2 Leute, die nehmen dann einen Rettungswagen mit und holen dann irgendwo einen Hausarzt ab, der eben für Notfälle eingeteilt ist. Ne? Also, dass du immer schnell irgendwo hinkommen kannst. Oder man hat sich mit dem Notarzt, mit dem Hausarzt dann irgendwo in der Stadt getroffen, dass man den übernehmen konnte. Ne? Also das war sehr gut organisiert. Allerdings ist Buxtehude natürlich nicht gleichzusetzen mit Hamburg oder Berlin in dem Fall. Ja, das nur mal so ganz kurz aus eigener Tasche erzählt sozusagen. Dann habe ich hier einen Artikel gefunden, dass es eben immer noch große Hürden bei der Anerkennung von Behandlungsschäden gibt. In Nordrhein-Westfalen sind 14,7 Millionen Menschen behandelt worden und der Behandlungsstoff wirkt nachweislich gegen eine Infektion. Das verstehe ich ja. Gegen eine Infektion wirkt der nicht, soweit ich weiß. Aber es kann auch sein, dass ich da dass ich mich da täusche. Wer aber vermutet, einen Behandlungsschaden zu haben, steht vor großen Hürden. Dann wird hier geschrieben, ne, von Selin Islami, 17 Jahre kerngesund, Leistungsturnerin. Muss man sich vorstellen, ne? Versautes Leben. Und dann steht hier irgendwo, wo haben wir es denn? Hier. 31, hier. Seit 2021 sind 829 Entschädigungsanträge nach Behandlung bei den Landschaftsverbänden in Nordrhein-Westfalen eingegangen. Also 1000 Entschädigungsanträge, das heißt, bei 16 Ländern sind das 16.000 Geschädigte, das ist viel zu viel. 31 davon wurden bis jetzt genehmigt. Von 829, jetzt haben wir hier dasselbe, überlastete Verwaltung. 93 wurden abgelehnt, 678 müssen noch geprüft werden und das Personal ist knapp. Ja, Leute, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Deutschland. Ja, wir fordern, wir haben eine große Klappe, wir wissen alles besser. Dann fällt das Kind in den Brunnen und dann wissen wir nicht mehr, was wir sagen sollen.
dann wissen wir nicht mehr, wie wir vorgehen sollen. Dann können wir es nicht mehr bearbeiten und hast du nicht gesehen. Aber schlimmer kommt es noch. Und ich habe gestern etwas gesehen, einen Kommentar von einem meiner Follower in der Premiere, der schrieb, zieht mich alles so runter, ich muss mal ein paar Wochen Pause machen. Das kann ich verstehen. Das kann ich absolut verstehen, dass einen das runterzieht. Ich erlebe das überall, auch in meinem Freundeskreis und in meinem Bekanntenkreis. Ich habe Erlebnisse, dass ich sehe, dass Leute sich zurückziehen, die also bisher noch, wie soll ich sagen, auf der Gegenseite waren, ganz vehement und jetzt so ein bisschen ins Straucheln geraten sind durch Informationen, die auch über die Mainstream-Medien kommen. Eigenes Zweifeln, sowas kommt dazu. Und ich habe das ja schon mal erzählt, wir Freidenker hatten 33 Monate Zeit, das alles zu verdauen, was da gelaufen ist. Die Behandelten, die Unkritischen, die jetzt erst kritisch werden, die haben natürlich diese Zeit nicht gehabt. Die werden richtig ins kalte Wasser geschubst und das ist ganz schwer emotional und seelisch zu verkraften. Aber, und das sage ich auch immer wieder, wir haben in dem Moment zwei Möglichkeiten. Wir stellen uns die Situation eines Boxers vor und wir sind der Boxer. Ja, und der andere Boxer ist das Narrativ oder die negativen Emotionen und dieses Ganze drumherum, was uns runterzieht. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten zu sagen, wir schmeißen das. Die erste wäre, wir schmeißen das Handtuch, wir geben auf. Und das ist das, was der Follower da gesagt hat. Ich muss mal Pause machen, ich muss mich zurückziehen. Ja? Kommst du nach deinem Rückzug wieder, hat sich nicht viel geändert. Die Informationen sind immer noch da. Schwierig, ja, für mich als Beurteilung. Ich bin einer, der meinen Gegner versucht zu analysieren, wie das ein richtiger Boxer auch macht. Vor dem Kampf, ja, als Kampfvorbereitung analysiere ich den Gegner. Und wie mache ich das? Ich besorge mir Informationen. Erstmal muss ich wissen, was wollen die von mir? Das heißt, ich schaue Mainstream-Medien. Natürlich nicht die Tagesschau, so wie hier, ne? Einmal quer durch, da gibt es ja nun genug Informationen. Die schaue ich mir an, dann mache ich mir ein Bild, dann gehe ich in alternative Medien, dann schaue ich auf Twitter. Und ja, ich weiß, nicht jeder Artikel ist dort hundertprozentig in Ordnung. Und die Informationen werden manchmal auch von Freidenkerseiten einfach missbraucht, um eine populistische Überschrift zu schaffen. Das weiß ich. Ja? Aber wenn du 10 Artikel gelesen hast oder quer gelesen hast, ja, dann hast du zumindest irgendwo eine Art Informationsbild und kannst dir selber deine Meinung daraus bilden. Denn jeder hat ja auch Lebenserfahrung, die da in dieser Beurteilung dieser Sache, dieser Fakten ja auch mit reinspielt, nicht? Und so sehe ich das. Also diese Information, die ich mir anschaue, diese Hintergrundsachen, dieses auch mal zwischen den Zeilen lesen. Also was wollen Sie uns wirklich damit sagen, wenn, ne, ihr erlebt das ja oft, dass ich auch manchmal Sätze auseinandernehme in Artikeln, die keinen Sinn ergeben, nicht? Und insofern ist es für mich ganz einfach eine pure Information, eine Vorbereitung für den Kampf oder bereits in dem Kampf, denn in dem Kampf befinden wir uns ja im Grunde, damit meine Emotionen nicht abrauschen. Allerdings muss ich auch sagen, merke ich, dass ich in meinem Privatleben weniger Kontakt habe, weil ich auch so ein bisschen gegrämt bin oder, wie soll man sagen, enttäuscht von meinen Mitmenschen, ne? Und da gehören auch Freunde dazu. Ja, und da gehören auch Familienmitglieder dazu. Und ich bin gerade dabei, das für mich emotional aufzuarbeiten. Denn das ist alles, was wir hier erlebt haben, eine kriegsähnliche Katastrophensituation. Ja, wir haben hier nicht irgendwie eine verlorene Weltmeisterschaft oder wir haben hier nicht irgendwie einen Steuerskandal oder einen Spendenskandal unseres Kanzlers oder was weiß ich, sowas haben wir hier nicht. Wir haben nichts, was mal eben so nebenbei läuft, sondern wir haben seit fast drei Jahren hier eine kriegsähnliche Katastrophensituation. Das muss man ganz klar mal so sagen. Klar, auf den Straßen, na mein Gott, eine Maske auf, aber das, was die Medien über uns ausgeschüttet haben, was die Politik über uns ausgeschüttet hat, die Panikmacherei, ja, da merkst du auch, da sitzen keine Profis, die haben mehr Schiss vor was weiß ich was, vor der Kellerspinne, das sind alles Weicheier und entsprechend haben die auch unser Land auch regiert. So, und das muss man auch so ein bisschen spüren, ja, nur weil du Kanzler bist, hast du zwar eine Art Macht, ne, aber weiß noch lange nicht, was das Leben bedeutet. Und ich erzähle es gerne noch einmal ganz kurz.
als es hieß, Lockdown, Maskenpflicht beim Einkaufen, stehe ich vor diesen Einkaufswagen, diese Reihen vor den Läden, wo die so ineinander geschoben sind, setze meine Maske auf und greife mit nackten Händen auf den, auf diesen Plastikgriff des Einkaufswagens, den an dem Tag vor mir diesen Wagen bestimmt schon 100 Leute in den Händen hatten. Ja? Und die wischen sich alle durch die Nase, über den Mund, ja, also haben die Hände voller Viren und fassen dann den Einkaufswagen an. 100 Leute. Aber meine Regierung sagt, ich soll mir eine Maske aufsetzen. Versteht ihr? Und dann noch eine Arbeitsschutz. Ah, nee, gar nicht. Am Anfang war es eine medizinische. Am Anfang war ja noch eine medizinische. Ja. Und dann kam das mit der FFP2-Maske und ich kannte das gar nicht. Hab das mal gegoogelt und bin dann im Arbeitsschutz gelandet. Und da wusste ich auch, Leute, komm, also wenn wir hier wirklich was Schlimmes haben, dann würde das hier alles anders abgehen. Und ich habe es auch immer gesagt, unsere Kanzlerin damals, die Merkel, die würde mittags um 12 eine Pressekonferenz geben auf allen Kanälen und würde versuchen, ihr Volk zu beruhigen. Das hat sie aber nicht gemacht. Ihre ganzen Lakaien haben das Land wahnsinnig gemacht. Ja, und das waren auch sozusagen eine Beobachtung, die ich gesehen habe und gesehen habe, okay, mein Gegner ist schwach. Mein Gegner ist schwach, lügt und appelliert mit Moral an die Bevölkerung. Und wenn Politik moralisch wird, dann wird es gefährlich. So, und jetzt kommen wir nochmal zur Abrechnung. Diesen Artikel habe ich natürlich gefunden. Hier Spiegel. Wenige Stunden nach Grand Wall. Wer ist Grand Wall? Kommen wir gleich zu. Ein weiterer WM-Journalist stirbt in Katar. Der Fotojournalist Khalid Al-Mislam vom katarischen Nachrichtensender Al-Kas TV verstarb am Samstag. Erst kurz zuvor brach der US-amerikanische Sportreporter Grant Wall während der WM-Berichterstattung zusammen. Hier geht der Artikel nicht weiter. Es gibt hier keine... Ach doch, hier gibt es noch Informationen. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Kann man hier sehen, wie alt die waren? Nee, wird hier nicht gesagt. 48 Jahre alt, wow. Der 48-Jährige wurde noch auf der Tribüne behandelt. Ja, wiederbelebt, würde ich sagen. Ne? Also 48 hier. Wie alt Grant Wall war, stand hier jetzt leider nicht. Ich habe mir jetzt auch extra keinen Artikel rausgesucht. Mir fällt nur auf, hey, hier sterben die Leute. Und dann stolper ich am gleichen Tag gestern über einen Artikel einer Band, die ich früher gerne gehört habe, die auch richtig Welthits hatte. Jetzt wollen wir mal schauen, ob ich den Artikel noch finde. Sekunde. So, und zwar dreht sich das um den Bassisten von Rage Against the Machine, Tim Comerford. Bei dem wurde Prostatakrebs diagnostiziert. Tim Comerford ist 54 Jahre alt. Okay, gibt es, kommt vor. Rage Against the Machine, die haben geile Songs gemacht. Die sind jetzt sogar, vorletztes Jahr waren die sogar wieder auf Tour mit ihrem alten Sänger und jetzt bist du 54 und hast Prostatakrebs. Das ist traurig. Und dann chill ich einfach so gemütlich weiter in den Nachrichten und stolper über das hier. Comedian Rod Gilbert confirms Stage 4 Cancer Diagnosis. Ein britischer Comedian ist das, ich kenne ihn nicht, Rod Gilbert oder Gilbert, hat also Stufe 4, Krebsstufe 4. Das ist der gute Mann. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Und er sieht jetzt nicht so aus, als wenn er irgendwie 70 ist oder 80 ist, dass man sagt, okay, der hat sein Leben gelebt. Steht hier jetzt nichts, wie alt, steht hier nicht, wie alt er ist? Nein, steht nicht, wie alt er ist, muss man sich vorstellen, ja. So bescheuert, ne? Ja, auf alle Fälle, der sieht also aus, als wenn er gerade um die 40 ist, 42, 45. Und da habe ich gedacht, Moment mal, was ist jetzt denn los? Warum findest du denn diese Nachrichten? Und wir haben es ja letzte Woche auch in dem Video, habe ich schon erwähnt. In Berlin werden Bahnlinien eingestellt, weil die Leute krank sind. Heftig krank. In Hamburg werden Bahnlinien eingestellt, weil die Leute, ne, die Zugführer, weil der Krankenstand so hoch ist. Dann hat ein Follower geschrieben, neulich in einem Livestream, in Köln ist es genauso. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch zu Hause in eurer Großstadt auch ähnlich ist. Dann hören wir, dass die Fluggesellschaften Probleme haben mit einem hohen Krankenstand.
Dann hören wir, dass die Krankenhäuser Probleme haben mit Überlastung und auch fehlendem Personal und auch Krankenstand. Also wenn wir so viel Kranke haben, dann haben wir ja auch sicherlich, dann ist die Anzahl der Verstorbenen sicherlich auch sehr hoch. Was ich also, wie gesagt, sehr merkwürdig finde, dass man jetzt diese Welle echt tatsächlich im Alltag sieht. Und dann habe ich geguckt, okay, wer ist denn hier, welcher VIP ist denn? Und nach VIPs habe ich natürlich geguckt, weil nur über die dann auch berichtet wird, und finde hier einen Country-Sänger. Toby Keith hat Bauchhöhlenkrebs oder Stomach, kann auch Speiseröhren sein. Das, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Leider steht hier jetzt auch nicht, wie alt er ist. Mal eben ganz kurz schauen. Das hier ist Toby Keith. Könnte schon so um die 50 sein, schätze ich mal. 50, 55, theoretisch. Ja. Und er hat also eine Krebsbehandlung überstanden und ist jetzt also wieder zurück. Hier, 2021. Ja. Ja, ein scheinbar in Amerika berühmter Country-Sänger. Aber hier steht auch leider nicht, wie alt er ist. Hier sieht man noch ein Foto, okay, ne, er ist natürlich krank, ich schätze ihn so um die 50. Ja, die Promis habe ich mir rausgesucht, weil über sie berichtet wird. Ja. Das hier ist The Guardian. TV-Presenter Johnny Urban reveals he has terminal cancer. Terminal könnte jetzt bedeuten, was weiß ich, Leichenkrebs oder was, ich weiß nicht. Was bedeutet Terminal? Terminal Cancer. Spielt im Moment für mich auch überhaupt gar keine Rolle. Das Foto ist hier auch noch ein relativ aktuelles Foto. Und hier steht 48 Jahre alt. Lungenkrebs hat sich ins Gehirn verteilt. Es ist merkwürdig einfach, dass so viele Menschen plötzlich hier, so viele Promis plötzlich Krebs haben, finde ich, ja. Das hier ist Dave Meyers. Dave Meyers ist so ein Promi-Koch, der hier auch bei Dancing with Stars, ich glaube, das ist ein Brite. Und er hat, was war's, Darmkrebs. Ja, Cancer Battle. Die Sendung hieß Saturday Kitchen. Hier steht jetzt allerdings nicht, was für ein Krebs er hat. Und hier steht auch nicht, wie alt er ist. Ganz jung ist er nicht mehr, aber ich schätze ihn auch nur so um die Ende 50 vielleicht, ja. Kann natürlich alles mehr oder weniger, keine Ahnung, normal sein, ja. Das kann ich nicht beurteilen. Ich finde es nur merkwürdig, dass so viele Leute auftauchen. Und ich habe noch einen. Es ist unfassbar. Daily Mail ist das. Das ist der Broadway-Star Quentin Oliver Lee. Starb mit 34. Ein Broadway-Star, ja, das sind Tänzer und Sänger. Das sind Hochleistungsakrobaten. Ja, top, kerngesund und alles. Und der ist 34 und stirbt hier an Darmkrebs. Guck dir mal diesen schlanken, fitten Typen an. Ja. Guckt euch das einfach mal an. Wir kennen ja die Fußballer auch, ne? Hodenkrebs. Ganz, 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 ganz grauenvoll. Ganz grauenvoll. Ja. Und jetzt stehen wir vor den Scherben, vor den Trümmern dieser ganzen Sache. Und dann finde ich diesen Artikel auf NTV. Elon Musk hat auf Twitter darum gebeten oder benannt, dass Anthony Fauci, der Gesundheitskrisenpapst in Amerika, verurteilt werden soll, beziehungsweise angeklagt werden soll. Washington verurteilt Musks Angriff auf Fauci. Also es gibt bereits auch Prozesse, die laufen, Klagen, die laufen gegen Fauci bezüglich der Einflussnahme auf die Internetplattformen und verschiedene Social-Media-Plattformen. Das wird gerade verhandelt. Fauci war Berater, Krisenvirus-Berater der US-Regierung, und ihm wird eben nachgesagt, dass er eben ja in alle Richtungen Verbindungen hat. Ne?
Am Wochenende fordert Twitter-Boss Elon Musk, Anklage gegen den Krisenvirus-Experten Anthony Fauci zu beheben. Die US-Regierung zeigt sich entrüstet. Ach, okay. Wenn die sich entrüstet zeigt, dann hat Elon Musk ja getroffen. Die Forderung sei widerlich und abgekoppelt von der Realität, sagt eine Sprecherin des Weißen Hauses. Leute, also mal ganz im Ernst, ne? Wieso ist diese Forderung widerlich und abgekoppelt von der Realität? Also abgekoppelt von der Realität, da könnte man sagen, okay, das ist so eine Logikanalyse. Aber widerlich ist schon wieder eine Wertung. Ja, widerlich ist eine Wertung. Also ich glaube, auf dieser Plattform Twitter passiert wirklich so viel, dass Twitter zu einer Art Meinungszentrum werden könnte. Ja, wenn dort also, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt gewählt werden würde, sagen wir mal, der Florida-Gouverneur DeSantis oder DeSantos, der will gewählt werden als Präsident. Der geht mit einem Twitter-Kanal auf Twitter und fragt sozusagen die User, was hättet ihr gern, wie stellt ihr euch das vor? Ja? Also ich sage immer, es müsste so eine App geben, wo wir praktisch auch wählen könnten auf Blockchain-Basis, nicht hackbar. Und dann habe ich gestern so auf Twitter gechillt und denke so, komisch, eigentlich kann sich hier auch jeder Politiker eine Meinung abholen. Gerade jetzt auch, wo die Zensur gecancelt wurde auf Twitter, da geben die Leute ja auch ihre Meinung. Und ihr werdet lachen, da ist nicht alles voller Hass und Hetze. Das ist Schwachsinn, was da steht. Ja? Hier sowas wie Elon Musk schreibt, my pronouns are prosecute Fauci. So, mehr hat er nicht gesagt, ne? Und das wird hier als widerlich und abgekoppelt von der Realität. Ja, wer wohl abgekoppelt von der Realität ist? Ja, so, und dann habe ich hier noch, fast zum Abschluss, habe ich noch etwas gefunden beim ZDF. Die fangen jetzt an, kritische Beiträge zu bringen. Und zwar heißt das hier die fatale Bilanz der Gesundheitskrisenpolitik. ZDF ist mir gestern zugeschickt worden. Ich denke, ich gucke nicht richtig. Ja, und da wird hier alles behandelt. Ne? Länderwirrwarr bei den Maßnahmen, Grundrechtseinschränkungen, die Gerichte für rechtswidrig erklärt haben. In der Gesundheitskrise sind einige Maßnahmen getroffen worden, die sich im Nachhinein als unnötig erwiesen haben. Etwa die Kitaschließungen und dann etc. Das müsst ihr euch mal anschauen. Da gehen wir jetzt nicht rein, aber hier vom ZDF, hochinteressant. Und das ist auch wieder so, wie es geschrieben ist, ne? Grundrechtseinschränkungen, die für rechtswidrig erklärt wurden. Maßnahmen, die sich im Nachhinein als unnötig erwiesen haben. Und das ist genau das, ne? Da hatten die Politiker so viel Angst, dass man zu ihnen kommt und sagt, Leute, die sterben hier alle und ihr seid schuld. Und dann haben die durchgezogen. Und auch die Pharmaindustrie, die wusste auch, dass unsere Politiker sich sozusagen in diese Angstklammer begeben. Und haben gesagt, hey, wir haben hier was. Das wird euch den Hals retten. Und das ist eine neue Technik. Wenn wir Glück haben, können wir nach der Krise mit den Erfahrungen, die wir durch diesen neuen Behandlungsstoff haben, können wir ganz neue, tolle Behandlungsstoffe anbieten. Vielleicht können wir HIV heilen, vielleicht können wir Krebs heilen. Und ihr werdet lachen. Ne? Man liest es in den Zeitungen schon, dass sie damit locken und sagen, oh, baldiger Durchbruch und hast du nicht gesehen. Ja, nur baldiger Durchbruch und was ist auf der Strecke geblieben? Wir haben gestern die Tabellen in der AfD-Pressekonferenz mit dem Datenanalysten Tom Lausen gesehen. Das ist jetzt das, was bei rausgekommen ist, weil unsere Politik einfach hier über das Ziel hinaus geschossen hat. Und was mich wirklich wundert ist, das zeige ich euch jetzt, die Pressekonferenz, das ist sie, geht 54 Minuten lang. Wir mal eben ganz kurz gucken, ist immer noch online. So, jetzt schaut euch das mal bitte an hier. Vor 23 Stunden wurde diese Pressekonferenz gestreamt, also gestern um 10, und hat bereits 197.000 Aufrufe. Das schafft nicht mal ein Montana Black. Ja, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass er so toll ist, sondern er hat halt, keine Ahnung, 4 Millionen Follower oder 1 Million Follower oder 2 Millionen Follower hier auf YouTube. Aber 197.000 Aufrufe in nur 23 Stunden ist der absolute Wahnsinn. Und schaut euch hier mal an, 19.811 Likes. Ja, und diese Pressekonferenz ist merkwürdigerweise immer noch online. Wobei ich sagen muss, hier werden keine Verbindungen hergestellt zu den Behandlungsstoffen,
sondern Tom Lausen sagt ganz einfach, statistisch gesehen gibt es hier ein Risikosignal und das Paul-Ehrlich-Institut, tja, kümmert sich nicht darum. Und ich möchte jetzt gleich nach diesem Video mit euch in einen Livestream gehen. Wir werden uns diese 54 Minuten geben. Ich möchte eure Kommentare sehen und möchte euch jetzt schon mal bitten, ein bisschen vorsichtiger zu sein, weil natürlich die große Zensur droht. Und damit dieser Kanal hier, Streampunks Neue Welt, von Zensurmaßnahmen verschont bleibt, möchte ich euch bitten, auf meinen zweiten YouTube-Kanal zu kommen. Den Link zu meinem zweiten YouTube-Kanal, der heißt Streampunks Livestream, den findet ihr hier in der Infobox unter dem Video. Oder ich kann ihn auch hier in der Infobox im Video verlinken. Und wenn ihr jetzt gleich hier im Abspann seid, dann werden euch ja auch Videos vorgeschlagen. Da will ich dann auch den Livestream auf meinem Zweitkanal hier auf YouTube ankündigen und verlinken, sodass ihr nur mit einem Klick sozusagen dann sofort im Livestream landet. Ja, von meiner Seite aus war es das schon. Das wird gleich richtig interessant. Ich weiß, viele haben das schon gesehen. Das sieht man ja auch hier an den Klickzahlen. Aber ich möchte so ein bisschen reingehen und auch hier und dort mal eure Meinung wissen und einfach mit euch auch mal zusammen dieses Video einfach mal genießen. Holt euch ein kaltes Getränk. Dieses Video geht eine Stunde. Wenn ich dann noch zwei, drei Kommentare dazu habe oder auch eure Kommentare, sitzen wir vielleicht anderthalb Stunden dort dran. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr rüberkommt. Dann sehen wir uns gleich und bringt gute Laune mit. Nicht so viel Ärger. Lasst uns versuchen, das Ganze positiv zu sehen. Ja, für mich war es das heute schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für euren ganzen Support, das sage ich immer wieder gerne. Was wäre dieser Kanal ohne euch? Abonniert gerne auch, wie gesagt, denkt daran, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert auch die Glocke. Schaut mal hier in der Videobeschreibung. Unten findet ihr noch Links zu meinem Twitter-Kanal. Da geht im Moment richtig die Post ab. Kann ich jedem von euch nur empfehlen. Dieses Twitter saugt mich richtig an. Ja, wenn ich da Artikel sehe oder Leute was posten, ich fühle mich ja schon gezwungen zu antworten. Das ist also, da ist, mich saugt das richtig rein. Ne? Das hat es also lange nicht gegeben, dass eine Internetseite, weil ich ja hier am Computer das mache oder eben entsprechende App, ne, wie ihr vielleicht auf dem Handy das nutzt, dass mich eine Internetseite oder eine Plattform so begeistert hat. Ja, ist natürlich auch klar, ne? Nach 33 Monaten Zensur wird jetzt Twitter aufgemacht. Das ist tatsächlich eine Riesenerlösung, wie ich finde. Genau, und diese Links, die findet ihr alle hier unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, als ersten Link findet ihr meinen Zweitkanal. Geht da einfach mal drauf oder folgt den anderen Links hier in den Videos, um gleich zum Livestream zu kommen. Wir starten auch gleich im Anschluss. Was gibt es noch zu sagen? Ja, genau, aktiviert eben auch die Glocke. Lasst überall ein Abo da. Genau, und die Glocke ist dafür da, dass ihr rechtzeitig informiert werdet und damit ihr in der Zukunft eben nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.